Hallo und herzlich willkommen zu DSTV. Mein Name ist Emma Stapel. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Eine aktuelle Studie der Bertelsmann Stiftung hat Deutschland aufgeschreckt. Fast 2 Millionen Kinder wachsen in Familien auf, die von staatlicher Grundsicherung leben müssen. In Berlin, wo ich gerade bin, ist schon jedes dritte Kind von Armut betroffen. Soll unser Land eine Zukunft haben, muss nicht nur die Massenzuwanderung gestoppt werden. Auch die Verarmung immer breiterer Schichten unseres Volkes muss ein Ende haben. Die NPD geht genau dieses Thema mit einer Broschüre zur sozialen Gerechtigkeit an. Sehen Sie mehr dazu im folgenden Beitrag. Kürzlich bekamen alle Sozialverbände in Deutschland Post von der NPD. Mit dabei die Broschüre Soziale Gerechtigkeit, die vor kurzem als Folge 15 der Schriftenreihe Profil des NPD-Parteivorstandes erschienen ist. Mit dieser neuen Broschüre stellt die Partei ihre sozialpolitischen Leitlinien vor. Grundgedanke hierbei: Der Nationalstaat und der Sozialstaat bedingen einander. Als Schutzanker für schuldlos in Not geratene Bürger kann der Sozialstaat nur wirken, wenn er nicht zum Selbstbedienungsladen für die ganze Welt umfunktioniert wird. Die Massenzuwanderung bringt nicht nur Gefahren für die innere Sicherheit mit sich, sondern gefährdet auch unsere sozialen Sicherungssysteme. Laut einer offiziellen Studie der Bundesregierung wird jeder Arbeitnehmer, der über 35 Jahre hinweg weniger als 2.500 Euro brutto verdient hat, auf Grundsicherung im Alter angewiesen sein. Millionen von Menschen steuern so geradewegs auf Altersarmut zu. Die NPD setzt sich daher konsequent gegen Lohndumping und die Ausweitung des Niedriglohnsektors ein. Zugleich treten die Nationaldemokraten für die Schaffung einer einheitlichen Rentenkasse sowie einer Grundrente mit Kinderbonus ein, der die Leistungen der Eltern angemessen würdigt. Kinder sind unsere Zukunft. Darum ist es eine Schande, dass in diesem Land Kinder nicht nur als Armutsrisiko gelten, sondern über 2 Millionen Kinder in Armut leben. Die NPD fordert eine steuerliche Entlastung von Eltern mit Kindern sowie die stärkere Berücksichtigung der Kinderzahl bei der Berechnung der Rentenansprüche. Darüber hinaus sprechen sich die Nationaldemokraten für ein sozialversicherungspflichtiges Müttergehalt aus, das Erziehungsarbeit honoriert und vor allem echte Wahlfreiheit für junge Eltern schafft. Um diese und weitere Maßnahmen zu finanzieren, ist es unabdingbar, unsere Grenzen vor illegaler Einwanderung zu schützen und Wirtschaftsflüchtlinge sowie abgelehnte Asylbewerber konsequent abzuschieben. Deutschland kann es sich natürlich leisten, wirklich Schutzsuchenden vorübergehend Asyl zu gewähren. Als Sozialamt für die ganze Welt dürfen wir uns aber nicht länger missbrauchen lassen. Für unsere NPD ist die nationale Frage ganz eng mit der sozialen Frage verknüpft. Und das kann auch gar nicht anders sein. In einem Land, in dem Milliardensummen für Asylbewerber und Integrationsprogramme aus dem Fenster geworfen werden, zeitgleich aber fast 2 Millionen Kinder auf Hartz IV angewiesen sind und unzählige Menschen auf einem Lohnniveau arbeiten müssen, das direkt in die Altersarmut führt, läuft gehörig etwas schief. Wir haben in unserer neuen Broschüre zur sozialen Gerechtigkeit zahlreiche Alternativen aufgezeigt. Wir wollen, dass die Schere zwischen Arm und Reich nicht noch weiter auseinanderklafft. Und wir wollen, dass hier endlich bezahlbare Mieten, armutsfeste Löhne und Renten, von denen man leben kann, durchgesetzt werden. Wir wollen eine kinder- und familienfreundliche Politik statt Klientelpolitik für Randgruppen. Und wir wollen die Privatisierung und die damit verbundene Verteuerung der Infrastruktur stoppen. Und wir wollen eine Zuwanderungspolitik nach dem Vorbild Ungarns, denn sichere Grenzen bedeuten auch soziale Sicherheit für uns Deutsche. Sozial geht nur national. Diese Erkenntnis unterscheidet uns von der Linken, aber auch von politischen Gruppen, die derzeit asylpolitische Trittbrettfahrerei betreiben. Andererseits, wer soziale Gerechtigkeit durchsetzen will, der muss die NPD unterstützen. Sie können die neue Broschüre bei der NPD-Parteizentrale in Berlin anfordern oder sich kostenlos im Internet herunterladen. Machen Sie sich ein eigenes Bild. Wenn Sie die STV unterstützen wollen, abonnieren Sie am besten noch heute die Deutsche Stimme. Oder lassen Sie uns eine Spende an die am Ende eingeblendete Bankverbindung zukommen. Ich zähle auf Sie und wünsche Ihnen alles Gute. Ihre Emma Stapel.